Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute eine Runde mit unserem neuen Druiden-Deck. Ihr seht, wir haben ein klein bisschen was verbessert. Wir haben einen Borki weggenommen, obwohl ich die eigentlich sehr, sehr gern mag. Und haben stattdessen unseren neuen Ragnaros mal reingenommen. Einfach um zu sehen, ob er performt, wie er performt und ja, wie er sich so im Spiel schlägt. So, wir schauen, was wir heute bekommen. Und wir bekommen... Eure Seele. Ja, sind wir mal gespannt, was wir jetzt hier wieder für... unsere Starthand sieht komplett blöd aus. Holen wir uns mal komplett neue Sachen her. Ja, alles blöd. Na, ja, noch blöder. Okay, schauen wir mal, was wir daraus machen können. Beziehungsweise er wird jetzt seinen blauen wieder spielen, komm. Bring mir den blauen. Macht er einen blauen? Er macht keinen blauen. Huch. Okay. Das ist erschreckend, aber na gut. Das war's. Wir hauen mal einmal auf ihn drauf, schauen, was er macht. Okay, er münzt sich. Ich bin ein Meister der Magie. Und haut sich ihn drauf. Gut, ihn möchte ich eigentlich lieber nehmen. Das machen wir hier auch. Und zur Not können wir ihn auch nächste Runde hier mit dem Prankenhieb bekommen. Ich bin ein Meister der Magie. Na, noch ein. Wie viele von denen will er sich denn draufhauen? Wir haben Runde 4, wir können Prankenhieb machen. Damit kriegen wir ihn fast weg. Oder wir spielen eine Klaue. Dann hätten wir allerdings noch 3 übrig. Was tun? Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen würde ich eher tendieren, hier einen Prankenhieb drauf zu hauen. Zack. Dann haben wir wenigstens einen weg. Und den nächsten können wir dann zum Beispiel hier durch. Das Dingo! Ja! Okay, er spielt sich einen 5er Tank. Das ist schön. Wo soll ich zuschlagen? So, wir spielen ihn als Tank. Damit müsste er die beiden hier erstmal ein bisschen hochstecken lassen. Aber schauen wir erstmal, was er jetzt spielt. Er hat noch recht viele Karten. Okay, er probiert drauf zu gehen. Na, oh, und spielt sich mit dem Feuer. Okay, ich habe einen 4er hier liegen. Und gleichzeitig kann ich ihm natürlich schön seinen Einzel hier wegnehmen. So, hätte eigentlich allerdings lieber eine Pranke vielleicht nochmal gehabt. Dass wir hier schön abräumen können. Aber naja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Okay, er haut uns einen Schatten drauf und spielt nochmal einen Feuerwichtel. Gut, nächste Runde. Ich glaube, wir nehmen ihn lieber. Aus dem einfachen Grund, dass wir hier... Okay. Dass wir ihn jetzt endlich mal hier weghauen. So, jetzt kann er zwar 6 Schaden machen, aber der Yeti ist natürlich da. Und jetzt kommen natürlich unsere großen Oshis auch. Du nicht nehmen Kerze. Okay, hier hat er sein 2er. Der nächste Schattenblitz, der kommt. 2. Und haut sich nochmal entsprechend den Schaden drauf. Borki haben wir bekommen. Spielen wir allerdings noch nicht. Wir müssen erstmal die anderen hier wegkriegen.
Erdenmutter. Und aus diesem Grund hauen wir uns hier noch den drauf. Zack. Das war's. So, er kann uns zwar jetzt wieder 6 reinhauen. Und die nächste Runde können wir natürlich Bogey spielen, je nachdem. Die sind auf uns gerichtet. Huch, der ist ja immer noch da. Nicht ach, nochmal, wie viele hatten der von denen? Der hat sich alles draufgehaut, was irgendwie geht. Naja, was soll's. Will ich drin haben? Dann spielen wir ihn auf und nehmen ihn entsprechend weg. So, was macht er jetzt? Oh. Oh, ist das ein Kack. Gut, wir sollten einen zumindest mal rausbringen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, einmal. Dann hauen wir uns noch ein bisschen hoch. Und ja, der Rest spielen wir nächste Runde. Schauen wir, was er bringt. Nimmt der uns einfach alle weg? Okay, Ragnaros kommt. Und den will er direkt auf uns natürlich jagen. Müssen wir aber leider wegnehmen. Oder wir machen es auf diese Art und Weise und hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. So, schieß auf Ragnaros, komm! Ja! Oh. Okay, ihm gehen die Möglichkeiten aus, das ist schon mal schön. Da kommt ein Feuerwichtel. Okay, sehr schön. Okay, das gefällt mir natürlich sehr gut, wie er es hier macht. Weil damit kriegen wir ihn natürlich schön hier weg. Und spielen noch einmal extra hier. Na, ich würde eigentlich lieber mir noch ein bisschen Schild geben. Einmal hier und... Das soll eine Waffe sein. Gehen auf ihn drauf und hauen auch ihm noch mal ein bisschen was rein. Und es steht 6-7. Schauen wir, was er macht. Okay, er braucht Karten. Offenbar. Jetzt haut er was raus. Damit er einfach Karten bekommt, weil ihm fehlen die Antworten. Und natürlich logisch. Ach, du weißt doch noch gar nicht, was passiert wäre. Aber mir jetzt echt interessiert, worauf Ragnaros zielt. Aber klar, die Wahrscheinlichkeit liegt natürlich bei 33%, aber da gibt man doch nicht auf. Also bitte. Okay, oh, wir hatten einen Dusel. Gott sei Dank hat er dann auf den richtigen gezielt. Ah ja, die Wahrscheinlichkeit war bei 50%, also war noch genügend hoch, aber ja. Hat Spaß gemacht heute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt unten ein Like. Ihr dürft aber auch gerne noch Verbesserungsvorschläge bringen. Hätten wir wirklich Bulky durch Ragnaros austauschen sollen oder einfach einen zweiten Bulky da lassen sollen? Schreibt mir es und bitte unten in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.